Wo sind wir denn hier gelandet? In einem Geisterhaus? Oder was sind das für Figuren da oben? Nein, das sind ganz normale Menschen, natürlich. Einfach mit komischer Haarfarbe, aber das ist dementsprechend bei Pokémon ein bisschen normal, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, ich bin blond. Nein, blond, blau, blöd. Okay, Geschenke. Mann, meine Geschenke jedes Mal. Ganz am Anfang, gelbes Eierkissen. Wir haben schon mal ein Eierkissen bekommen. Ich glaube, das war ein braunes. Aber genug gequatscht. So, wir gehen rein. Ich schätze mal, dass dieser Kampf optional ist. Würde ich jetzt mal sagen. Nanu? Huch! Nanu? Huch! Dieses Kindchen habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Ja, und wer ist das? Also, das kann ich dir auch nicht sagen. Aber er ist jedenfalls nicht ein Team Flair. Los, machen wir ihn fertig. Ja, machen wir das. Ich darf aber zuerst. Okay, ich hatte ein paar Probleme mit den Stimmen auseinanderscheiden. Aber die Kaluna kommt zuerst und zeigt ihre violetten Lippen wie violetten Haaren. Okay, dass sie kein violettes Pokémon hat, ist ein bisschen rätselhaft, aber egal. Das ist aber jetzt gerade nicht egal. So, ich muss wechseln, ansonsten ist Yannick dahin geschieden. So, ich nehme Felinare, die ist genug stark, um die erste Attacke von ihm auszuhalten. So, Felinare, mach, was du machen kannst. Und zwar Donnerblitz. Ja, da wäre der Yannick wohl tot. Wehe. Ein Volltreffer. Okay, nicht paralysiert. Sehr gut. Ich nehme mal Mondgewalt. Sternschauer ist nicht allzu stark. Warum kommst du zuerst? Was, Schweinerei? Ja, war ja klar. Wenigstens hat es kein Mondgewalt-Dingsbums-AP abgezogen. Moment, das macht ja genau gleich viel Schaden wie ein Volltreffer ab. Oder sehe ich das falsch? Ha, komisch. Aber egal. So, was kommt als nächstes? Pion Draghi. Ich weiß nicht, Pion könnte ein Wasser-Pokémon sein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich nehme. Meine Pokémon sind alle geschwächt. Und paralysiert. So, ich lasse einfach Felinare drin. Sie hält das schon noch raus. Okay. Ein komisches Pokémon, aber. Wow. Gibt ja genügend Gift-Hieb. Nein, nicht auch noch. Nee, yeah, zum Glück haben wir Beleber bekommen. Juhu. Okay, Moment. Nein, du bist besiegt. Das ist nicht allzu schlau. Das auch nicht. Das auch nicht. Oh mein Gott. Ja, nehmen wir Fiaro. Die anderen wären sehr schnell getötet geworden. Tun. Nitrolado. Das wäre vielleicht mal was. Mal schauen. Nein. Ist nicht allzu optimal gewesen. Gifty. Was zum... Oh, Fiaro ist auch schon tot. Oh Mann, mir gehen die Pokémon aus. Jo. Scheiße. Moment. Yannick kann Eisstrahl oder sterben. Eins von beiden. Warum nicht? Okay. Schauen wir mal. Eisstrahl. Was zum Teufel? Warum kommst du zuerst rein? Hör mal auf mit Gifty. Das nervt. So, den... Okay, Yannick wird sterben, wenn ich das jetzt nicht tue. Hyperheiler, wo haben wir den? Auf der nächsten Seite. Hyperheiler. Ich habe nur eine? Warum habe ich nur eine? Heilung. Echt jetzt? Warum? 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 Warum hat es nicht eingesetzt? Mann. Du kannst mich mal. Du kannst mich mal. Nachher kommt noch ein Kampf. Ach du Scheiße. Kraftverrat, nee. Ich mache jetzt einfach Psycho-Schock und Gutes. Was ist der Kampf? Oh, ist er keine Wirkung? Oh mein Gott, was ist los? Ich glaube, ich muss den ganzen Part hier neu anfangen. Mo, du bist meine letzte Hoffnung. Ansonsten Glaciola habe ich noch, aber... Ach du Scheiße. Biss. Was ist denn sehr effektiv gegen dieses Ding? Akupressur. Ja, zeig auf deinem Kopf.
Du musst hier hinhauen. Spezialangriff. Oh mein Gott, das auch noch. Ruckzuckhieb. Komme ich wenigstens zuerst dran. Nein. Okay, mach das, mach das. Oh Gott. Ich fühle mich gerade, als wäre ich der erste Mensch. Am Mondstein könnte ich mich heilen, bringt aber nicht. Die Sternschau ist auch nicht viel stärker als Ruckzuckhieb. Ah, aber endlich. Es ist tot. Oh mein Gott. Yay. Ach du Schein. Jetzt kommt anschließend die andere. Bitte nicht. Ah, ich will nicht mehr. Mensch, du ungezogenes Kind, hast du denn kein Mitleid mit Kaluna? Ach du Heim, ach du Himmel. Nein! Okay, wie habe ich das getötet? Oh, Flugattacken. Ich hab Angst, ich muss Zopfen leben. Nein. Nein, da wird's nicht. Das ist nicht gut. Sternschauer! Mogli. Oh. Was? Du kannst dich angreifen? Oh, Schweinerei. Wieso kommen die zuerst dran? Ich meine, ich bin Stufe 56. Bin 10 Level höher als du. Warum mach ich nicht mehr Schaden? Ich bin 10 Level höher als du. Oh mein Gott. Guck zu geben. So, jetzt komme ich aber zuerst dran. Boah. Okay. Hühner? Ja, come on! Ach nein! Come on! Jetzt kann ich keinen Ruckzuck mehr einsetzen. Steinschauer. Schnitzer. Okay, kein Volltreffer, sehr gut. Boah! Hau ihn weg! Jawohl! Oh, bist tot? Oh, tut mir aber leid. Oh, bitte nicht das gleiche Pokémon wie vorhin. Das wäre mein Untergang. Das wäre mein Untergang. Yay, Glaziolia. Glaziola ist auf Stufe 39. Cesurio. Was ist das? Oh mein Gott. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ein Schlag. Wetten? Oh Gott, das auch noch. Oh, Kreuzschere. Okay, jetzt ist aber genug. Moment. Ich werde den Kampf sonst verlieren. Ich muss das machen. Statusheilmittel. Ich habe doch hier einen Topbeleber. So. Ich brauche meinen Fiaro. Dann ist es schnell tot. Ja, es ist aufgemischt. Super. Okay, so. Pokémon. Wir machen es auf die einfache Art und Weise. Fiaro, los. Jetzt gibt's aufs Maul, du. Kreuzschere. Moment, er hat meine Flügel weg. Oh, ja, das sieht aber blöd aus, ne? Fliegen. Fliegt hoch, empor, in den Himmel. Nach tief. Und der ist tot. Bums. Moment. Was? Oh mein Gott. Was bist du für ein Pokémon, mein Lieber? Warum war das nicht gut? Ich hätte es gedacht, das war ein Kampf-Pokémon. Voll das. Mach mir. Ist das Sichlor oder was? Ist das irgendwie eine Metallentwicklung von Sichlor? Hä? Ich bin verwirrt. Aber wir haben es geschafft. Mit Umwegen und mit Hürden. Boah, da waren sehr viel. Unglaublich. Wer hätte gedacht, dass ein Kind uns besiegen könnte? Du und dein Pokémon-Team hat im Kampf prima harmoniert und ich weiß auch wieso. Wir haben wohl keine Wahl. Wir werden dir ein paar deine Fragen beantworten. Wir haben den Strom von Carlos Kraftwerk benutzt, um die Inbetriebnahme der ultimativen Waffe einzuleiten. Doch das allein reicht noch nicht aus. Ohne die Energie der Pokémon ist sie wertlos. Auch ein Kind wie dir muss es inzwischen klar sein. Diese Steine sind der Schlüssel. Sie absorbieren die Energie der Pokémon und transferieren sie zur ultimativen Waffe. Die Steine auf Route 10 sind im Prinzip so etwas wie Grabsteine von Pokémon. Als die ultimative Waffe vor 3000 Jahren eingesetzt wurden, um den schrecklichen Krieg zu beenden, hat sie all diesen Pokémon das Leben geraubt. Das war der Preis für den Frieden. Und wenn... Also, wieder jemand anderes. Und wenn wir jetzt unser Traum wahr werden lassen wollen, müssen wir ebenso Opfer bringen. Nein, tut er nicht. So, Moment. Ich muss mein Team auf Trab bringen. Da habe ich ein paar Beleber, hoffentlich. Ah, ich habe genug, deswegen. Ah, sehr schön.
Okay, Yannick, Xiaogon. Oh mein Gott. Ich finde es so schlecht, dass alle gestorben sind. Okay, Hyper. Moment, ich hab. War das andere der Hyperheiler und nicht der Hypertrank? Deswegen hat das nichts gebracht. Ach so. Moment, ich kann das gleich nachsehen. Okay, was haben wir an der Stelle? Hyper. Was haben wir noch? Hyperheiler. Ich habe einen Hyperheiler angesetzt, anstatt einen Hypertrank. Ja, das hat mir das Leben gekostet. Kann ich den Stein? Dieser Stein könnte die Energie der Pokémon absorbieren? Nimm ihn doch weg. Du magst ihn vielleicht nicht heben, darum schieb ihn einfach da weg. Aber nein, er ist blond und blau. Und na, wollte da nicht schreien. Lass mich vorbei, danke. Schau weg, danke. Hey. Oh, da ist eine Tür, die ich nicht benutzen kann. Ich gehe mal ins Wopfeld. Mopsgeschwindigkeit. Oh. Ein Hypertrank. Okay. Habe ich genügend auf der Seite, aber wenn es so weitergeht, brauche ich noch sehr, sehr, sehr viele davon. Oh Gott. Oh Gott. Hier geht's beides mal nach unten. Weiß es nicht. Ich gehe mal rechts. Da wäre ich auf die andere Seite gekommen. Wir gehen aber mal. Ah, das geht an den Start. Okay. Wow. Ah, oh. Hä? Ach so. Ringelreihe, der Tag geht um die Reihe und jetzt ist ihm schlecht und er muss jetzt kotzen. Du bist neidisch auf meinem tollen Uniform, stimmt's? Das kann ich dir nicht übel nehmen. It's time to be the Pokémon Master. Geht vielleicht nicht mehr allzu lang. Ich weiß gar nicht, wann man überhaupt ein Pokémon Meister geworden ist. Muss man die Top 4 besiegen? Oder muss man alle Pokémon fangen? Oder was muss man da überhaupt tun? Weiß ich nicht. Eisstrahl! Bons! Oh, da ist er schon tot. Super gemacht! Ja, yeah, sieht wieder besser aus. 49! Oh Gott, ich muss trotzdem noch leveln, bevor ich dann in die Liga gehe. Ich kann ja irgendwo auch verstehen, du bist neidisch auf meine Uniform, stimmt's? Ja, und 1800 Poké-Dollar von dir und ein Anzug. Ja, solche Typen, die kennen wir. Okay, hier gehen wir einfach wieder an den Start, deswegen Wop-Geschwindigkeit. Ah, schon wieder kämpfen. Glaub's nicht. Hallo? Infos über eine Person im Holo-Log nachzulesen ist doch öde. Ich will mich hier lieber austoben, dass die Fetzen fliegen. Ja, ihre Uniform mal ausziehen hier. Runterreißen und die Haare vielleicht noch aufmachen. Ich hasse zusammengebundene Haare, das sieht immer so streng aus. Ich habe es lieber offen. Bei Frauen natürlich, oh mein Gott. Eisstrahl? Sollte da vielleicht mal auffüllen, Ether oder so. Okay, noch einmal, dann Giftschock. Nicht vergiften. Danke dir. Bitteschön. Okay, so. Hoffentlich. Oh, sehr gut. Toxic Quack. Quack. Frösche weinen. Kleoparda. Okay, Kleoparda ist ein leises Stück. Ich nehme Fiaro in den Kampf, um dich zu Dotterauen zu können. Oh mein Gott, schlussendlich nehme ich Fiaro noch ins Team. Nein, ich darf nicht. Ich habe gesagt, ich nehme den nicht in Team und ich nehme ihn nicht in den Team. Ob ich jetzt ein Pokémon sehr oft leveln muss, bis ich dann in der Liga das Pokémon einsetzen kann, ist mir egal. Ich werde Fiaro nicht ins Team nehmen, obwohl es immer noch im Team ist. Aber egal, ich habe kein Flug-Pokémon mehr, außer das hier. Oh, Glaziola ist auf Stufe 40. Lecker, super, dick. Es war eine Freude, mit anzusehen zu dürfen, wie die Pokémon alle Hemmungen verlieren. Ah, jetzt zieh dein Kleid aus. Ich will dich nackig sehen. Nein. Okay, Moment. Wir haben hier eine Tür. Hier geht's runter. Und hier gehen wir. Nicht da rein. Sind wir schon? Ja, ich glaube, wir waren im Mopsgeschwindigkeit. Waren wir drin? Oh, oh. Oh nein, nicht schon wieder. Oh. Gibt's hier einen Pokéball? Nö. Moment. Gibt's hier einen Pokéball? Nö. Hallo. Muss ich dich ansprechen? Hallo? Hui.
Jacke drauf. So, Sie haben sich also beworben für diese Stelle hier? Ja, aber mit diesen blauen Haaren. Bitte machen Sie sie doch mal ein bisschen auf und lockern Sie sich mal ein bisschen und ziehen Sie Ihre Röckchen aus. Nein, Quatsch. Aber ja, ich komme von hinten. Sieh an. Der Junge aus der Frosthöhle, diesmal also allein unterwegs? Nein. Ah, ich verstehe natürlich nicht. Du hast ja deine Pokémon, was? Genau. Wir hören regelmäßig die Holologs aller Pokémon-Trainer ab, deswegen weiß ich auch bestens über dich und deine Freunde Bescheid. Mit einem Mega-Ring kannst du in einem Pokémon schlummernde Kräfte zum Vorschein bringen. Das ist ein bisschen wie die ultimative Waffe. Die holt auch im wahrsten Sinne des Wortes alles aus einem Pokémon heraus. Man könnte sagen, wir verfolgen ähnliche Ziele. Ja, ich glaube nicht, dass mit der Mega-Entwicklung die ganze Welt irgendwie ins Verderben bringen kann. Aber mit dem Hundemon geht's ein bisschen schnell mit ihm zugrunde, denn der Yannick, der hat alles im Griff, wenn es um Feuer-Pokémon geht. So, Surfer! Ich glaube, das ist Schmarotzer. Uiuiui, du machst einen Damage, mein Lieber. Ich aber auch. Bist du hinüber? Okay, Moment. Was kommt als nächstes? Sneebuna. Ist das die Weiterentwicklung von Sneebul? Dann müsste ich... Ich darf keinen Scheiß machen. Sneebul war dunkel, gleich Fee? Ich glaube es. Testen wir es aus. Man kann die... zu weit glauben. Man muss es austesten. Ja, sieht danach aus. Der Zwinger von Sneebula wirkt. Alles klar. Mondgewalt. Erdsplitter. Aua. Ah, jetzt habe ich Glas in meinen Augen. Oh, sogar noch ein Volltreffer dazu. Warum habe ich immer die Volltreffer, wenn ich sie nicht brauchen tue? Oh mein Gott. Dann kannst du dir passend kein Gängeschema. Du bist mir viel zu stark. Joscha! Die gab mir schon ein bisschen mehr Geld. Gutes Mädchen, weiter so. Bravo, du hast es geschafft. Hier, nimm als Belohnung den Liftschlüssel an dich. Den hast du dir redlich verdient. Warum gibst du mir einfach den Schlüssel für den Lift? Warum hast du nicht einfach gesagt, ich hab ihn auch nicht? Da kam ich auch nicht weiter. Die Kraft des legendären Pokémon, die Kraft, Leben zu rauben, eine Kraft, die auch wir Wissenschaftler nicht zu erklären vermögen. Hast du eine Ahnung, was wohl passiert, wenn wir die ultimative Waffe damit speisen? Dann gibt's ein Chiveltal zum Mittagessen. Okay, wir müssen an den Start kommen. An den Start ist, glaube ich, nicht allzu weit. Moment. Nein, nicht da rein. Nein, auch nicht hier. Moment. Wo geht's denn hier entlang? Moment. Nein, nicht da entlang. Ringelreihe. Es ist kotzender gesagt. Boah. Okay, so, jetzt gehen wir runter. Und dann gehen wir hier und so und da. Und tada, wir sind am Anfang. Okay. Ted benutzt den Liftschlüssel. Wir treten ein. In welchen Stockwerk möchtest du? Gibt es hier mehrere? Kommt jetzt das Gleiche noch einmal? Nein! Okay, Moment. Ich habe das Gefühl, nee. Also, Chiveltal ist sicher nicht hier. Das wäre ein bisschen komisch. Moment. UG. Ja, Untergeschoss. Der ist ja riesig. Raus, Wunder. Herausforderer von Fleur de Lys. Hör mir zu. Oh? Achso, der Typ. Ja, ich höre. Dann red was. Au. Diese Geschichte hat sich vor langer, langer, ja, sehr langer Zeit zugetragen. Sie handelt von einem Pokémon und einem Mann, die eine tiefe Freundschaft verband. Die Zeit, in der die beiden lebten, wurden von einem Krieg befallen. Auch das Pokémon, das der Mann so liebte, wurde schließlich in die Schlacht geschickt. Und ich weiß nicht, wie schnell der Text hier vorangeht. Oh. Einige Jahre vergingen, ohne jede Kunde von seinem Pokémon zu haben. Oh. Schließlich hielt der Mann eine kleine Kiste mit der Überreste seines Pokémon.
Nein, ich lasse die Emotion spielen. In seinem Herzen entbrannte der Wunsch, seinem geliebten Pokémon das Leben zurückzugeben. Also entwickelt der Mann eine Maschine, die Tote zum Leben erwecken konnte. Endlich war er wieder mit seinem geliebten Pokémon vereint. Aber warum ging er nicht einfach zu Xyveltal oder wie der auch heißt, das legendäre Pokémon von Pokémon X? Doch der Schmerz saß tief in seinem Herzen und in seiner Brust tobte noch immer der Zorn. Er war voller Hass auf die Welt, die ihm sein geliebtes Pokémon genommen hatte. Und so baute er seine Maschine schließlich zur ultimativen Waffe um. Der Mann erhob sich selbst zum Boten der Zerstörung und setzte dem Krieg ein Ende. Doch das Pokémon, dem er das ewige Leben geschenkt hatte, wusste von seinen Taten. Er wusste, dass es sein Leben einzig dem Opfer unzähliger anderer Pokémon verdankte. Das Wiederaufstehen der Pokémon beendete die Freundschaft zu ihm und verschwand. Okay, die schöne Musik ist leider weg. Du musst den Schlüssel zurückerlangen. Die ultimative Waffe darf nicht zum Einsatz kommen. Es wird nur alles wieder vergehen. Oder wirst du denselben nicht enden wollenden Schmerz spüren, der mich schon so lange plagt? Das ist Asset. Er hatte denselben Namen wie ein König, der vor 3000 Jahren regierte. Er hatte den Schlüssel zur ultimativen Waffe um seinen Hals hängen. Warum auch immer. Endlich ist es soweit. Folge mir. Hau ihn zu Boden! Hau ihn zu Boden! Und nimm einen Stock und stoß ihn mit seinem Popo! Du musst den Schlüssel zurückerlangen. Die ultimative Waffe darf nicht zum Einsatz vergehen, das ist so schmerzhaft. Ja, ich schätze mal, er war das. Wo das Zeug aktiviert hat, können wir ja raus. Nein, können wir deaktivieren. Nein, aber wir können nochmal mit ihm reden, indem wir eigentlich das Zeug hier abstellen wollten. Geht aber nicht, okay. Er ist wieder nach oben. Warum ist er schon wieder nach oben gegangen? Ich bin nicht nach oben. Oder kommen wir jetzt ins Untergeschoss 3? In welches Stockwerk möchtest du? UG 3, bitte. Okay, Moment. Hier ist gar nichts. Aber hier ist was. Ui. Uiuiuiui. Was ist denn das für ein komischer Kauz hier? Die Pokémon, die wir ergattert haben und die Pokémon, die wir gefangen haben, sie sind bereit. Super, super, heißt das. Unsere Vorbereitungen sind abgeschlossen. Jetzt müssen wir unsere Pläne also nur noch in die Tat umsetzen. Ich verlasse mich auf dich. Ich hätte der andere ein bisschen anders betonen sollen. Nur ein Knopfdruck lässt sich die ultimative Waffe in Betrieb nehmen. Warum das denn? Warum nur ein Knopfdruck? Oh, das ist wieder Präsident. Ich bin der Überzeugung, dass die Auserwählten das Potenzial haben, die Zukunft zu verändern. Also will ich das Schicksal in deine Hände legen. Wirst du die ultimative Waffe in Betrieb nehmen oder für immer wegsperren? Es liegt an dir. Nutze dein Potenzial. Oh, aktivieren, aktivieren! Aha, ich habe dich also von dir gehört. Ich habe dich bereits erwartet. Ich muss nur noch ein paar Nachforschungen über dich einstellen. Beginnen wir so gleich. Okay. Xeros! X-Bad.
Eisstrahl. Okay, Level 46. Warum haben die immer das gleiche Level, obwohl er eigentlich stärker sein sollte? Warum können die Gegner immer schneller angreifen als ich? Schweinerei. Bombs! Hau ich weg! Genau so. Was kommt sonst noch? Was hast du noch so auf Lager? Calamanero. Calamanero. Ich lasse Janik mal drin. Warum nicht? Könnte ich vielleicht mal sehen, viele Scheiße. Das ist ein Wasser-Pokémon, oder? Schauen wir mal. Tschüss. Wie sah's aus? Auf jeden Fall kann er Blitzattacken. Das ist nicht toll. Kraftkoloss. Blitzlet Move. Bombs. So, Janik verabschiedet sich schon wieder. Angriff von Calamino, Verteidigung von Calamino steigt. Janik wurde besiegt. Okay, Kraftkoloss. Das ist doch ein Kampf, aber das ist kein Kampf-Pokémon. Was ist das für eins? Normalerweise könnte man das früher, bei den früheren Generationen, könnte man das noch erahnen, was das genau sollte. Aber hallo, was ist das denn jetzt? Es hat blaue Punkte drin, gleich Blitz. Dann hat es irgendwelche Flossen, gleich Wasser. Es hat keine Wirkung. Oh, Zeigerpackern! Okay, ich muss aufpassen. Es ist sehr wahrscheinlich ein Kampf-Pokémon, aber sehr wahrscheinlich auch nicht. Deswegen, Fiaro, komm rein und mach ihn fertig, dieser lausigen Bombs. Es ist kein Kampf-Pokémon, okay, Psychoklinge. Was zum Teufel kann der alles? Wieso macht er so viel Damage? Ah, jetzt aber nicht mehr. Aus die Maus, du bist tot. Oh, ich habe euch ein gelbes Zeug verloren. Oh, bist du auf der Suche danach? Dann geht's Pokémon Center. Momo erreicht Level 48 und dieses Glaciola. Er lernt Zuflucht auf Level 41. Zuflucht ist auch schon wieder so eine Attacke, die man eigentlich nicht brauchen müsste. Oder doch? Nein, diese Attacke kann nur eingesetzt werden, nachdem ihr verfügbar aufgefangen wurde. Auch nicht. Aber danke. Bis ich mal meine Attacken ausgebraucht habe. Dann ist morgen. Xeros. Oh, oh, oh. Bist du über? Menschenskinder, du bist eine Wucht. Ja, ich habe schon wieder seine Stimme geändert, habe ich das Gefühl, aber egal. Ich darf das. Unglaublich, einfach nur unglaublich. Du hast dir meine Anerkennung verdient, Zubal. Sumaru, Meisters, dass ich dir jetzt etwas Spannendes verrate. Vor 3000 Jahren hat die ultimative Waffe einen furchtbaren Krieg beendet. Wenn wir jetzt ihre schreckliche Kraft einsetzen, können wir Kados vom Abfall, nämlich den törichten Menschen, befreien. Hinter mir befindet sich ein blauer und ein roter Knopf. Einer von schaltet die ultimative Waffe ein. Drücke jetzt einen der beiden Knöpfe. Los, tu es! Chotomatikolasai. Sie sind rot. Ich schätze mal, rot aktivieren, blau nicht aktivieren. Könnte sein, dass bei Pokémon X sind sie auch rot. Ich nehme blau. Möchtest du. Nein. Nein, da auch nicht rein. Oh mein Gott. Wisst ihr was? Es ist schon Zeit. Ich werde es nicht nachsehen im Internet. Nein, ich werde es nicht tun. Ich schätze mal, es passiert bei beiden Knöpfen vielleicht gar nichts. Ich meine, was wird denn passieren, wenn ich den falschen... Oder sollte ich im Internet nachsehen, damit ich mal den falschen Knopf klicke? Das war vielleicht auch nur interessant, aber nein. Ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, wessen Schalter gedrückt werden wird. Und ob die Welt noch so bestehen wird, wie sie ist, oder verändert sie sich ein bisschen? Vielleicht, wer weiß. So, aber dieses Rätsel wird gelüftet bei der nächsten Folge von Pokémon Y. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Ciao.